Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Clash of Clans. Und ich bin gerade live rein, gerade wieder den Aufnahme-Button gedrückt, gerade wieder live rein hier beim Udemy, 10 auf 10. Wir sind hier noch aktuell im laufenden Liga-Clan-Krieg und ich bin jetzt echt mal gespannt, aber ich glaube, das werden mal heute keine, das wird nicht mal ein Stern, schade auch. Damit haben wir, denke ich mal, diesen Krieg leider verloren. Damit haben wir leider diesen Krieg verloren. Aber ihr habt das gesehen, der Gegner hatte hier vermehrt ein Eisgolem-Hexe in der Clanburg und noch einen Babydrachen. Ziemlich effektive Kombo. Ihr habt das gesehen, der Eisgolem vor allen Dingen, obwohl der hat nichts gemacht, glaube ich, ne? Aber der macht Schaden und die ganzen Truppen gehen da natürlich drauf. Jetzt werden sie weggefriest. Das sieht echt nice aus. Und jetzt habe ich für euch zwar, die Folge fängt mit einem Fehler an, aber das ist nicht so schlimm. Wir haben hier in der Liga nämlich gar nicht schlecht gekämpft. Und noch ist sie nicht um. Wir haben immer noch eine Chance. Allerdings, nee, jetzt haben wir keine Chance mehr. Jetzt verlieren wir leider nach Sternen. Aber das war jetzt hier auch gegen den Ersten. Und wir haben hier wacker gekämpft gegen den Ersten hier. Denn es stand bis eben noch 24-30, steht es jetzt immer noch. Leider war das einer von drei Angriffen, die wir noch gehabt hätten. Also 2, 4, 6, also mit jeweils 2 Sternen, hätten wir ein Unentschieden erreicht. Aber das Unentschieden muss auch richtig heftig hart hoch sein. Jetzt ist es nur noch möglich, indem wir zweimal dreiern, was schon sehr, also ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer. Aber mal sehen, wie der Flashloop sich hier gegen den Game Live durchschlägt. Das ist jetzt alles am Stück. Es ist echt ein Zufall, dass ich das jetzt gerade noch so mitbekomme, denn unser Clankrieg läuft ja mal mittags aus. Und dann bist du erstmal weg, dann weiß nicht genau, ich meine, ich weiß natürlich genau, wann er in etwa ausläuft, aber wir starten danach in der Regel immer sofort ein CK und ich hätte euch nichts mehr zeigen können. So kann ich euch wenigstens noch sogar ja, 2 oder 3 Live-Angriffe zeigen, was ich sehr, sehr gut finde. Mal sehen, der Flash-Trooper hat hier nach noch einen Angriff. Und den Ballon habe ich jetzt bei meinen Angriffen auch sehr, sehr gerne genommen. Vor allen Dingen die Angriffe mit den Elektrodrachen. Dort habe ich den immer gerne mitgenommen, denn der ist manchmal ja nochmal quer durch die Base geflogen, hat dann zwar nur ein paar Loons gedroppt, die haben aber noch ein paar Restprozente geholt und so war das hier nicht schlecht, aber okay, das wären 2 Sterne gewesen. Jetzt haben wir natürlich verloren, aber wie gesagt, gegen den Ersten hier so zu verlieren, ist nicht schlecht. Wir hätten gegen den Ersten sogar gewinnen können, aber die haben den doch einen von unseren Elfern gedreiert. Ja, ich hoffe, in der nächsten Liga sind wir nicht mehr mit Rathaus 11 dabei. Und ich denke mal, der Machttrank war hier für den Fledermauszauber. Und unser letzter Kampf der Liga, den macht der Swash hier. Den haben wir im Laufe der Woche ja schon mal gesehen. Mit Hexen, Bowler und Riesenkombination. Ja, ich meine, so kann man 2 Sterne sicher machen, oder was heißt sicher, safe 2 Sterne machen. Allerdings haben wir eben gesehen, beim Udemy, das kann auch mal daneben gehen, selbst wenn man dem Rathaus entgegenkommt, du kommst einfach nicht ran, wenn die Truppen dann doch wieder außen laufen oder der Verteidiger, so wie hier, viele Bomben da hat, da hat er den Strudel, aber schön gezündet hier, den Warden direkt, wo die Kanone hochging und jetzt können die noch so ein bisschen weiter und er hat noch eine ganze Masse da an Truppen in der Mitte. Aber die Clanburg kam schon raus und auch wieder ein Eisgolem. Habt ihr gesehen? Der Eisgolem ist nicht schlecht. Ich meine, er hält jetzt die Truppen, hat ein bisschen länger aufgehalten. Aber da kam dann auch nur noch Adlerbeschuss, weil alle anderen Verteidigungsgebäude sind da ein bisschen weit weg. Und so denke ich mal, schafft er hier, schafft er das? Da kommt ein Gebäude noch ein Gebäude. Das müsste der Inferno jetzt werden. Nein, er schafft auch nur einen Stern. Okay, auch nur einen Stern. Und hier hinten ist nur noch wahrscheinlich ein Skelett von einem der Hexen. Okay, also haben wir den doch, will nicht sagen deutlich verloren, aber wir haben gut gekämpft hier. 27-30, das ist jetzt sehr unglücklich, weil am Ende gerade der Swash wirft gerne alles nochmal rein. Aber wie gesagt, gegen den Ersten ist das nicht schlimm. Wir haben immerhin 1, 2, 3 Clankriege hier gewinnen können. Mit unseren Elbern ist das echt gut. Wir hatten allerdings auch einen Clan, ich glaube der Clan hier war es, im 6. CK, der auch Rathaus 11 dabei hatte. Das war hier im unteren Bereich. Diese 3 hier. Und aber wir schließen diese Liga jetzt, glaube ich, ganz gut ab, würde ich sagen. Ich gucke mal gerade in das Ergebnis rein.
Also gegen den ersten, da brauchen wir uns nicht verstecken. Die waren wirklich nicht schlecht. Aber wir sind Fünfter diesmal sogar. Wir sind noch einen drüber. Und ich glaube, die Pino Legends und der sechste Clan darunter, die werden uns auch nicht mehr einholen. Legends, Pino Legends da. 29-29, okay. Und hier unten, ja, ich glaube, die werden uns nicht mehr einholen, denke ich mal. Und so werden wir, obwohl die kriegen noch 10 dazu, ne? Die Pino Legends kriegen noch 10 dazu. 2-11, 2-20, 2-21, ne. Das wird, glaube ich, nichts. Ansonsten werden wir auf jeden Fall, glaube ich, Sechster. Wir werden, glaube ich, Sechster, aber ich schaue mal, ich lasse die Zeit jetzt mal ablaufen, mache nochmal einen kurzen Cut, beziehungsweise ich zeige euch einfach noch einen Angriff nebenher. Dann haben wir uns die Zeit ganz nett versüßt hier. 12 auf, nee, 3 auf 1. Der Felix auf die Nummer 1 des Gegners. Witzigerweise hat tatsächlich auch die Nummer 1 beim Felix gleich zurückgeschlagen. War sehr witzig, aber auch mit 2 Sternen, also auch keine 3. Wir haben gedacht, das wären so eine 3-Sterne-Ruler-Truppe. Denn die haben, ich glaube, kein Clan hat gegen die 30 Sterne geholt. Und da haben wir gedacht, ja, vielleicht sind wir die Ersten, die es dann packen. Aber leider sind wir auch nicht die Ersten. Aber wie gesagt, ist nicht so schlimm. Und hier sehen wir wieder den Eisgolem in der Clanburg. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr den auch mit reinnehmt oder ob ihr den nicht mit reinnehmt. Aber ihr seht hier unten, der ist echt mal effektiv. Die Truppen halten sich da lange dran auf. Und dann auch noch mit dem Babydrachen. Also die Kombi ist echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Aber ich meine, okay, die anderen Truppen laufen jetzt an dem Trupp hier unten vorbei. Aber die kriegen die Hexen hier unten nicht richtig weg. Ihr hört, ich bin noch am Rumstottern, weil ich hier wirklich eben sowas von schnell hoch bin. Und denke, ah, Dotto CK. Jo. Fast vergessen hier. Aber es macht nichts. Ich lasse auf jeden Fall den CK hier jetzt noch auslaufen, die Liga, sodass ihr das Endergebnis in jedem Fall auf meinem Kanal noch seht. Ich habe jetzt ein bisschen vorproduziert, das heißt also, es ist jetzt natürlich Samstag, ihr seht das Video am Sonntag und dazwischen war womöglich ein Livestream oder sowas, wo ich euch nichts mehr habe zeigen können. Deswegen, ich wollte es einfach nur festhalten und ich glaube, es ist auch noch ganz gut und ganz gelungen an der Stelle, sodass wir sicherlich noch den einen oder anderen Kampf sehen können. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ich glaube mal 54, das wird nichts mehr hier. Oh, so eine Mauer ist schon... Mauern werden eigentlich übersprungen, aber leider nicht vom King oder überflogen oder unterbuddelt, aber leider nicht vom King. Der muss sich da leider mal mit seinem Eisenschwert durchprügeln und dann sind es das ja auch. Aber 57% hat er gut gemacht, der Felix hier. Und ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem noch einen Kampf an. 15 auf 15, nee, 14 auf 15. Der Killer auf, ja, auch auf dem Rathaus. 12, also 11 auf 12. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir in der nächsten Saison hier auch mit Only RH12 spielen können. Einen, glaube ich, haben wir dazu gewonnen, meine ich, der jetzt, glaube ich, erstmal hier bleibt als Rathaus 12. Das finde ich sehr, sehr gut. So konnten wir wenigstens immer dauerhaft die 12 stellen. Und einmal haben wir, glaube ich, einen 12er nicht mitgenommen. Dafür waren wir dann 3 11er. Das war aber an der Stelle nicht ganz so schlimm. Und aber mit 15 Zwölfern, glaube ich, lässt es sich hier in dieser Liga etwas besser überleben, glaube ich. Da sind die Chancen dann doch ein bisschen etwas höher, dass man zumindest einen Ausgleich schafft und vielleicht immer spannende CKs hier nach Prozenten hat. Aber der Killer geht hier richtig geschmeidig durch, hat hier noch richtig viele Truppen jetzt in der Mitte. Die sind jetzt allerdings auch, na, noch nicht ganz Geschichte, aber Queen und Warden noch in der Mitte. 2, 3 Bowler. Aber hier außen, guck mal hier außen, was der hier noch alles hat. Da habe ich habe erst gedacht, oh, wenn der da so gut durchmarschiert und die Queen macht dann noch den Inferno weg, was er sogar schafft, dann könnte das hier noch was werden. Aber hier auf der Ecke ist ziemlich viel Flächenschaden. Was heißt ziemlich viel? Da ist immerhin der Magierturm. Und den macht die Queen jetzt nicht als erstes weg, sondern... als zweites leider erst. Jetzt kommt natürlich der dusselige Hund, also der Lava-Hund, und darauf ballert natürlich die Queen mit ihrem kleinen Gefolge und die schafft das auch nicht mehr, oder schafft es? Ah, die Hexen helfen noch so ein bisschen mit und außen hat er jetzt doch ein bisschen viel Truppen verloren, King vor allen Dingen verloren, also den Tank, und jetzt kommt natürlich hier hinten, kommt jetzt ein Bombenturm und da haben dann auch die vielen, vielen Skelette, oh, da noch eine Riesenbombe und dann haben die vielen Skelette aber keine Chance, das Ganze zu überleben, denn der macht ja auch Flächenschaden und da gehen die meisten mal drauf. Hier gehen jetzt auch die Hexen mal drauf. Das war nur ein Wurf und der Warden
macht hier eigentlich noch was? Mal gucken, ob der noch ein Prozent gerissen hat. Der ist ja immerhin noch halb voll oder halb leer, je nachdem, von welcher Seite man das sieht. Oh, der ist nicht in der Range der kurzen Kanone, okay, aber in der Range von seinem Gegenüber, von seinen Worten. Also cool gemacht hier. Für uns ist die Liga jetzt, ja, jetzt ist er auch um. Tatsächlich, ich wusste jetzt nicht, ob wir danach direkt wieder starten, denn wenn für euch die Liga vorbei ist und der Leader die Marken verteilt habt, dann könnt ihr direkt wieder Clankrieg starten. Also es heißt zwar, dass er noch 2 Tage läuft, aber so wie ich sehe, your Clan State in Champion League 3, also wir sind immer noch dabei, als diesmal als Fünfter. Ja, nicht schlecht. Letztes Mal waren wir Sechster, diesmal als Fünfter. Finde ich sehr, sehr gut. Also eine ganz kleine Leistungssteigerung ist drin. Man merkt schon, dass wir nicht mehr 7 oder 8 Rathauswürfer dabei haben, sondern jetzt wirklich mal etwas mehr. Das ist vielleicht dann genau dieser eine Platz, den wir jetzt hochgerutscht sind. Und dementsprechend haben wir uns hier gut geschlagen in der Liga. Ich glaube, wir können zufrieden sein, auch was die Marken angeht. Auch die Marken für die, die jetzt nicht mehr mit dabei waren oder überhaupt nicht dabei waren. Es gibt immerhin 1, 2, 3 mal 27 für euch. Nämlich pro Win bekommt man hier in der Champions League 3. Pro Win bekommt man 27 Marken. Und die bekommen ja auch alle anderen, die jetzt nicht mit dabei waren, aber mit in den Krieg genommen wurden oder in die Liga genommen wurden. Finde ich sehr, sehr gut. Das lässt auf jeden Fall mehr hoffen auf die nächste Liga, auf die vierte Liga. Und anstehend sind natürlich ganz, ganz andere Sachen an Events, denn es kommt jetzt, Primo ist immer noch dabei, die Clan Games in 1 Tag 19 Stunden, Santa Surprise kommt, der Santa Spell kommt wieder nach Clash of Clans und ein Gem Troop Donations, also ihr könnt wieder mit einem Gem alle Truppen spenden. Das ist semi-optimal, denn man sammelt ja immer was auf und dann spart man sich das und dann gibt man das mit Gems aus, nur zum Spenden. Ich weiß nicht, wer das macht. Sicherlich so hier und da kann man das mal machen, aber ich würde sagen, das ist erstmal von der Liga hier gewesen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mal am Ende einen Daumen nach oben da, Glocke abonnieren, damit ihr kein Video mehr bei mir verpasst. Bis dahin, euer Toto. Best.